Hallo Leute und willkommen zum 18. Part Terraria. Im letzten Part haben wir schönes Dungeon komplett ausgeraubt. Und ich habe jetzt meine Ninja-Rüstung ausgezogen, weil ich das hier einfach geil finde mit meinem Muamasa und meiner Dschungelrüstung. Und ich bin einfach der Beste. In diesem Part versuchen wir in die Unterwelt zu gelangen. Und es ist 0.05 Uhr. Das heißt, es ist schon Sonntag. Samstag. Entschuldigung, Samstag. Na, hör mal. Vor 5 Minuten war es noch, Freitag. Mhm. Nicht wahr, Fabian? Okay. Ja, kommst du runter in die Hölle? Ich versuche es gerade. Leute, fliegen einfach Kupfermünzen lang, geil. Ja, ich habe gerade, also meine Fabian, guck, ich hab hier Pfeile gegeben. Okay. Okay, lass einfach versuchen, nicht zu sterben wegen der Lava. Wir haben doch so eine Potion dafür oder so. Nee, die Obsidian-Potion hebe ich mir später für den Kampf gegen die Fleischwand auf. Ich würde ihn nicht jetzt verschwenden. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben lange kein Dings gesehen. Hier. Herzkristall. Wir brauchen unbedingt, wenn wir die Fleischwand bekämpfen, 400 Leben. Wieso? Ja, komm. Vorher werde ich das sicher nicht versuchen. Ja, aber Alter, wie lange brauchen wir denn da bitte schon dafür? Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall die ganzen Herzkristalle sammeln. Das dauert ja Ewigkeiten. Nicht, wenn wir eine andere Höhle suchen. Wir können ja versuchen, irgendwie im Eisbiom in eine Höhle zu gehen. Da gibt's auch richtig cooles Zeug. Warte, kannst du mal bitte warten? Ich versuche hier gerade die ganzen Mushrooms abzufarmen. Okay. Mit dem Muamasa geht es richtig schnell, weil es so groß ist und so schnell. Ja. Okay, Fabian, ich bin bereit. Gut, hier geht's jetzt weiter. Lol, hier, guck mal, das hat einfach leuchtendes rote Farbe. Warte, ich leuchte dir den Weg. War das hier? Ja, ich glaube schon. Ja. Fabian. Scheiße. Pass auf. So nehme ich die ganze Zeit selber an. Warte kurz. Jetzt komm. Und willkommen in der Unterwelt. Ich habe eine Schiefmühle bekommen und ich habe irgendwas Gruseliges gehört. Hilfe! Der Hintergrund macht mir Angst. Der Hintergrund hat sich extrem verändert. Fabian, früher sah die ganze Hölle einfach nur aus wie das hier oben, dieses Schwarze mit den Streifen. Es hat einfach einen 3D-Hintergrund bekommen. Und Fabian, soll ich dir noch was sagen? Hier ist direkt das, was wir suchen. Guck mal. Eine Truhe. Nein, das war eine Höllen. Oh, guck mal, hier sind Höllenfeuerpfeile. Nee, guck. Dieses Ding brauchen wir, einen Höllenbarren zu schmelzen. Das nehme ich einfach mal mit. Da oben ist überall Silt oder so. Sieht schon so aus. Ja, ich werfe hier mal eine Bombe hin. Ashblock. Können wir den auch da rein tun? Nee, Ashblock ist, glaube ich, einfach nur Müll. Also Ashblock brauchen wir wirklich für gar nichts. Ich guck mal, ob wir den auch in den. Ich habe jetzt ein bisschen mitgenommen. Vielleicht können wir den in diesen Extractor tun. Ja, obwohl, wir können es ja mal probieren. Also Fabian, komm mal mit runter hier. Fabian. Ja, du bist hier. Hier, in diesem so. Schloss. Alter, du hast schon eine kleine Behinderung, oder? Ja. Mach's doch einfach wie ein normaler Mensch, okay? Ich hab's einfach nicht gesehen. Nö, da ist keine Lava, nö. Fabians Gehirn ist AFK. Okay, also siehst du diesen roten Stein da? Mhm. Wenn man den abbaut, kommt da Lava raus. Aber das ist der rote Stein, den wir brauchen. Der ist richtig wichtig. Aus diesen Höllenstone und Obsidian kann man diese neuen Items machen halt. Und davon müssen wir richtig viel sammeln. Und pass auf die ganzen Monster hier auf. Hier gibt es nämlich richtig miese Viecher. Guck, da oben ist ein Dämon, siehst du? Und Dämonen, guck mal, was die machen. Oh. Und dieses Zeug, was die schießen, droppen sie auch mal selten. Aber das ist mir bisher noch nie passiert. Und ich habe schon oft diese Viecher getötet. Ich baue hier mal eben dieses gratis Hellstone ab. Ich kann das noch nicht abbauen. Ja, ich würde dir auch nicht raten, näher ranzugehen. Alter, die hat sogar eine neue Musik, die Hölle. Das hatte sonst immer die Musik vom Blutmond. Lol. Also ich habe, wie viele Hellstone hast du?
halt gar kein. Ich kann keinen abbauen. Ach so, ja, ach ja, stimmt. Aber einsammeln kannst du es. Ich habe aber keinen. Okay, sehr gut. Ich meine, nee, es ist nicht sehr gut, aber. Okay, sehr gut. Also guck, wir brauchen auf jeden Fall diese Hellstone und Obsidian. Aber Obsidian habe ich schon ein bisschen gesammelt, aber nicht viel. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich habe jetzt ein Obsidian-Bett. Ey, ja! Alter, mit dem Bett können wir uns einen Spawnpoint setzen. Das ist gar nicht mal so dumm. Ich nehme es nur mit für ein Obsidian-Haus nachher. Meinetwegen, wenn du drauf bestehst. Fuck, ich bin hier dumm. Oben ist so ein Block. Block? Da. Ach so, wir haben doch schon einen. Wir brauchen eigentlich keinen zweiten, aber kannst du ihn gerne mitnehmen für dein Haus oder so, wenn du willst. Der kommt in das Haus dann. Ne? Ja, wir können. Ja, dann können wir eigentlich theoretisch machen. Oh, ich brenne. Genau. Das ist doch dein Skype-Status, oder? Ja. Hä? Wieso? Oh fuck! Schnell rennen. Das ist so Vorsicht, komisch. Hier sind oben richtig böse Dämonen. Ich mag die Hölle nicht. Das ist noch gefährlicher als das Dungeon, nur zur Info. Weil guck, die Dämonen. Obwohl, das nervigste Monster der Hölle hast du noch gar nicht mal gesehen. Das wirst du aber, glaube ich, bald kennenlernen. Du bist fast tot, nur so zur Info. Ja, ich warte gerade auf den Heilungsbuff. Leute, ich habe einen Dornentrank bekommen. Alles, was hier rein will. Warte, ich kann ja mithelfen. Guck, ich habe hier die Magic Missile. Ja, mach mit der Schrotflinte die Dämonen platt. Meine Bienen machen auch viel. Wie schade bekommen, ich glaube schon. Zack. Also es ist einfach schwarz. Wir helfen uns hier einfach so lange, bis wir wieder einen Heiltrank trinken können. Okay, ich kann wieder einen Heiltrank trinken. Ich kann jetzt wieder weiter. Ich habe auch einen Wert gefunden. Dämonen lassen manchmal dieses Magier-Item fallen. Das wäre schon ziemlich nice. Aber es wäre halt nicht so toll, wenn es einfach in die Lava fällt. Ah, ich dachte, deine Bienen greifen mich gerade an. Das wird ziemlich blöd, wenn dich deine Bienen mich einfach angreifen. Übrigens, hier, ja. Dämonen lassen nichts fallen außer Geld. Und halt diesen und Spell. Fire Arrows. Ah ja, Fire Arrows kann ich dir geben. Die sind was ziemlich ist stark. Mit dem Hintergrund, wenn ich mich bewege, verschwindet die Hintergrund manchmal einfach. Echt? Ja, lol. Warte, denkst du, ich kann über den See fliegen? Ja, locker easy. Locker easy. Ich nehme ein paar Wormhole Potions mit, okay? Ich möchte es jetzt auch probieren. Nein, du baust dich gefälligst drüber, okay? Alter, wenn du das jetzt probierst, ich gehe da sicher nicht nochmal runter. Also, so leichtsinnig nicht. Okay, warte, jetzt noch wieder, ja, Helfer. Warte, ich kann mir 15 Hellstone-Barren machen. Das ist voll cool, meine Bienen kümmern sich einfach um alles. Da ist ein Gegner und meine Bienen töten ihn einfach. Ich baue einfach ganz immer weiter. Drill Containment Mount. Unit. Was? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber man braucht von jeder Barre, die existiert, 40 Stück. Ich denke nicht, dass wir uns das schon machen können. Das will ich haben. Alter, dafür gibt's Luminite. Da braucht man Luminite-Barren. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Haben. Oh, wir können übrigens deine Pistole upgraden. Cool. Und wir können uns... Oh Mann. Wir hätten den Enchanted Boomerang upgraden können. Ich bin der Beste. Okay. Fazit, hättest du lieber eine Fernkampf- oder eine Summoner-Waffe? Je nachdem, was? Nein, ich kann beides machen jetzt. Ja, was ist es denn für eine Summoner-Waffe, was für eine Fernkampf-Waffe? Warte mal kurz. Ich glaube, wir haben dafür noch nicht genug Zeug. Warte, ich hol mal ein paar Wormhole-Potions und porte mich mal zu dir. Fubian. Alter, wie weit... Lol, du bist jetzt... wir sind nicht in Team Grün übrigens. Okay, warte. Okay, gut. Team Grün. Nein, ich bin in Team Gelb. Scheiße. Dann drück nochmal auf Team Grün. Okay. Ich bin instant gekommen. Oh, fuck.
Oh. Ich rette dein Geld. Alter! Oh, das will ich in dem Best-of haben. Wenn das überhaupt jemand schaut. Ich will unbedingt, dass jemand ihm mein Best-of macht. Macht ihm mein Best-of und er pusht euch zu Tode. Oder so. Ja. Ich denke schon, ich würde das, glaube ich, sogar wirklich machen. Ich würde dann so ein Reaktionsvideo aufnehmen von dem Best-of. Oh, lol. Was ist es denn für eine Summoner-Waffe? Sag mal. Na, hast du schon diesen einen, dieses eine Monster gesehen, das so Feuerbälle schießt? Ich glaube, ich weiß welches. Diesen Fire Imp, hast du den schon gesehen? Mhm. Da kannst du dir ein Summoner-Item machen, aber dafür brauchen wir noch zwei Barren und das heißt jetzt... Und dieser Fire Imp hilft mir dann? Ja, der hilft dir dann, aber wir brauchen noch richtig viele Barren dann. Oh, Fabian, ich habe einen Fehler gemacht. Oh nein, doch nicht. Lol, Fabian, hier ist ein Voodoo-Dämon. Wir haben eine Voodoo-Puppe. Wir sind oben noch Dings. Du weißt schon. Wormhole-Potions, ja. Fabian, ich habe jetzt eine Voodoo-Puppe bekommen. Das heißt, wir können jetzt theoretisch die Wall of Flesh spawnen zumindest. Ja, easy. Ja, aber wenn wir nicht mal in der Hölle überleben können, dann denke ich nicht mal, dass... Doch, das machen wir. Wir müssen nämlich in der Hölle kämpfen können. Kannst du mir erklären, wie der Kampf gegen die Wall of Flesh abläuft? Ja, die kommt von der einen Seite und man muss versuchen, nicht auf die andere Seite gedrückt zu werden. So schwer ist es wirklich nicht. Ancient Necro Helmet. Ah ja, das ist der eine Helm, der einfach gedroppt wurde. Das ist einfach die Textur von dem alten Block da. Von der alten Necro-Rüstung halt. Okay. Ein Wormhole Potion ist noch da übrigens. Mhm. Vielleicht hätte ich mir Obsidian-Hauttränke mitnehmen sollen. Das wäre gar nicht mal so dumm. Soll ich welche holen? Mitnehmen? Ja, Obsidian-Hauttränke und ja, Obsidian-Hauttränke einfach nur. Drei Stück, alle drei? Ich denke, zwei sollten eigentlich reichen, oder? Oh Mann, ich muss hier richtig aufpassen. Okay, dann den Bienen zerfetzen wenigstens alles. Oh. Oh, Alter, die Hellfire Arrows machen einfach 11 Schaden. Hier, ich gebe dir ein paar, Leute. Gib mir mal jetzt so ein... Guck, da ist ein Fire Imp, siehst du? Den kannst du... Ich hab dir den Dings gedroppt. Warte kurz, ich töte den Fire Imp. Warte, ich sehe ihn nicht. Ah, okay, ich habe ihn bekommen. Ich trinke ihn jetzt und jetzt baue ich das ganze Erz ab, okay? Ich gehe jetzt einfach hier rein und baue das Erz ab, okay? Ich bin jetzt vier Minuten lang einfach komplett immun gegen Feuer. Ich auch. Bau einfach nur die... Obwohl, du kannst es gar nicht abbauen. Warum hast du dann den Trank überhaupt? Damit ich nicht sterbe. Oh, ja, okay. Aber ich habe jetzt schon mal eine Voodoo-Puppe bekommen. Das heißt, Wall of Flesh müssen wir jetzt nicht mehr die ganze Zeit farmen. Knochenschlange. Erinnerst du dich an die Knochenschlange, wie die uns in dem ersten Let's Play richtig auseinandergenommen hat? Nein. Du weißt schon, das Ding, was da einfach kam. Wo du gesagt hast, sieht aus wie ein Roboter, also. Ich höre es, glaube ich. Du weißt schon, die Knochenschlange da. Oh, ich sehe es. Hä? An die kann ich mich jetzt aber ernsthaft überhaupt nicht erinnern. Und die kam doch einmal von unten nach oben und hat uns zerfetzt. Okay, ich erinnere mich überhaupt nicht wirklich. Ja. Egal. Ja, stimmt, es war noch in der Zeit, wo alles langweilig war. Aber Alter, dafür bekomme ich jetzt richtig viele von dem Zeug. Ich habe schon 51. Okay, ich baue mich mal zur anderen Seite einfach. Okay? Ja, mach das. Das hört sich gut an. Ich baue weiter diese Steine einfach ab. Übrigens, weißt du, was passiert, wenn du ganz unten angekommen bist? Nee. Was ganz krass ist, es scrollt nicht weiter. Wow. Oh mein Gott. Da ist noch ein Voodoo-Dämon links. Versuch mal zu töten. Aber pass auf, dass die Voodoo-Puppe nicht in die Lava fällt, sonst sind wir am Arsch. Ja, ich kann nichts dagegen machen, was meine Dinger machen. Ach so. Ja, stimmt. Ich höre, wie du Schaden nimmst. Ja, ich renne gerade einfach nur weg. Oh Mann, ich überlege gerade, ob ich erst dir das Item machen soll oder ob ich mir erst das Item machen soll, das ich schon unbedingt haben wollte. Deich Voodoo Doll.
Genau, die Guide Voodoo Doll. Die brauchen wir, um die Wall of Flesh zu besiegen. Da wird der Guide getötet und die Wall of Flesh spawnt. Kann ich jemand anderen töten? Nein. Es ist unglaublich spannend, diese Höllensteine abzubauen. Und weißt du, wie lange wir das machen werden? So lange, wie wir Dschungelsporen gesammelt haben. Oh. Es gibt zum Glück nicht ganz so viele Items, die wir machen können. Ich meine, da wir den verzauberten Bumerang einfach eiskalt verkauft haben, können wir daraus auch kein Upgrade mehr machen. Macht Sinn, oder? Ich töte einfach die Höllenmonster alle. Ja, die Höllenmonster sind nicht so stark. Die Wall of Flesh ist das Problem. Ich habe irgendwie voll Angst vor der. Ja, das ist auch ein richtig freakiger Gegner. Freaky? Freaky. Jo, voll freaky, ey. Ja, jo, voll freaky. Ich mache jetzt so, dass wir hier einfach einmal quer durch die Hölle laufen können, wenn wir wollen. Ja, wir müssen auf jeden Fall richtig weit nach rechts gehen und die da beschwören. Weil die treibt uns nämlich in eine Richtung. Die schubst uns da quasi sozusagen hin. Okay, lol. Ah, geil, ich habe einen Banner bekommen. Den hänge ich gleich mal irgendwo auf. Ich mache jetzt einfach, dass wir beschwören die rechts und dann können wir nach ganz links laufen. Aber wir müssen das richtig weit rechts machen. Der Weg, den wir bisher gemacht haben, reicht auf jeden Fall nicht. Die tut richtig schnell dann wandern. Wie viel Schaden macht die? Die schießt mit Laserstrahlen. Reicht das? Das macht viel Schaden. Hilfe? Wieso schießt sie mit Laserstrahlen? Ja, was würdest du denn machen, wenn du eine riesige Wand mit zwei Augen wärst? Wenn ich eine Wand mit Augen wäre, dann würde ich Selbstmord begehen. Okay, ich mache das so, dass ich hier dann mit meinem Hasen langen kann. Das ist ja, stimmt, Ding. Mit dem Enterhaken kann man auch voll Gutes eigentlich machen. Okay, ich mache das dann mit dem Hasen. Lol, weißt du, wie viele Höllenerz ich jetzt schon habe? Ich habe jetzt so ungefähr, nur 161 Erz. Ist das viel? Es reicht auf jeden Fall für einiges. Aber genug ist es allemal nicht. Glaube ich zumindest. Ich habe es auf jeden Fall so in Erinnerung, dass ich stundenlang das Zeug gefarmt habe. Okay, das war nicht schlau. Danke, dass du mich zugebaut hast, Fumian. Sorry. Nicht schlimm. Bau wieder zu. Du musst das von oben zubauen, sonst fallen wir dann. Okay, guck, ich baue hier einen Mattblock hin. Zack, jetzt kann man hier nicht mehr durchfallen. Alter, wie viele Höllenforges hier einfach rumliegen? Was ist deren Problem? Ich hatte am Anfang Probleme, einen zu finden. Jetzt sind hier einfach drei. Okay, das sind zwar nur zwei, aber am Anfang war einer, okay? Ja. Mhm. Übrigens, im Bücherregal müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Später kann man nämlich mit einem Bücherregal Zaubersprüche craften. Okay, wir haben eh voll viele Bücherregale schon. Echt? Ja, ich nehme immer alles mit. Ach so, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum das Dungeon so leer ist. Ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Alles, was von dem ich wusste, dass wir es noch nicht haben, habe ich mitgenommen. Guck, hier sind viele Bilder. Da unten ist ein Sofa. Du musst die Bilder... Sonst bist, du nicht, haben. Sonst bist du nicht The Real Fubian. Ich möchte das Sofa. Irgendwie zu zweit macht es viel mehr Spaß als alleine. Aber zu zweit muss man sich immer alles teilen. Das nervt. Später bei Chlorophyt wird es richtig schlimm. Das ist auch wieder so ein Erz, das wir die ganze Zeit farmen müssen. Warte, bleib mal stehen. Du solltest da schon welche haben, ne? Okay, warte, was willst du mir geben? Pilz, ach egal. Oh, danke, Pilz. Wie du so sagst, Pilz. Und ich verstehe direkt, was du von mir willst. Okay, ich habe kaum noch Blöcke. Ich hab noch, reichen 452 Dirtblöcke? Ja. Das sind meine Notreserven. Okay. Also falls mal irgendwann, falls wir die mal unbedingt brauchen für die Arena, für die Wall of Flesh zum Beispiel, ja, kann man die mal benutzen. Also ich habe jetzt 188 von dem Zeug. Ich mache jetzt sicher nicht die Tür auf, ich bin nicht dumm. Hier ist schon wieder so ein Feuerimp, Alter, nerv mich. Lol, der hat mir einen Magma Stone gedroppt. Oh ja, geil.
geil. Weißt du, was der Magma Stone macht, wenn man Magma Stone ausrüstet, macht man Feuerschaden auf Gegner. Oh, Knochenschlange. Auch mit dem Wasserding mache ich Feuerschaden auf Gegner. What the fuck? Die war irgendwie schnell weg. Ja, daran lag's. Höllenmonster sind allergisch gegen Wasser. Kannst du mir mal ein bisschen Dings geben? Was? Blöcke. Ah ja, warte kurz, ich muss nur schnell hier die ganzen Monster entfernen. Stirb an meiner Laserkanone. Alle warte, Blöcke sagst du. Hier. Danke. Wie viele Höllenpfeile ich hab? Nutz bitte deinen Bogen, sonst gebe ich dir die immer umsonst. Übrigens, hier müssen irgendwo auch Schattenkisten sein. Das sind so schwarze Kisten. Wir haben hier im Dungeon so schwarze Schlüssel gefunden. Damit können wir die dann aufmachen. Aber mit der Shotgun kann ich so leicht die Fledermäuse treffen. Ja, aber... Das ist so praktisch. Wir müssen hier unbedingt mal eine Schattenkiste finden. Sonst sind wir hier immer umsonst rumgelaufen. Weil in Schattenkisten, ich weiß nicht, ich habe schon vergessen, was es alles so zu finden gibt in Schattenkisten, aber ich glaube, eine richtig gute Lanze ist dabei. Mhm. Die Lanze vom Ritter Lancelot. Okay. Übrigens, Hellfire Arrows explodieren, wenn sie aufkommen. Setz gut. Ich habe einfach alle möglichen Pfeile im Inventar, benutze aber immer nur normale, glaube ich. Dämonen machen einen neuen Sound und der neue Sound gefällt mir gar nicht. Okay. Hier ist schon wieder so ein Bücherregal. Alter, warum sind hier keine Kisten? Nee, ernsthaft, hier sind einfach überhaupt keine Kisten. Hat der Blood Moon Auswirkungen auf die Hölle? Nein, so überhaupt nicht. Es spawnen zum Glück auch nicht mehr Monster oder so. Der Fire Imp ignoriert mich einfach und sieht dabei zu, wie er getötet wird. Lull. Okay, ich sollte auch eine Biene spawnen, das wäre nicht so schlecht. Aber sei froh, Fabian. In das Höllenbio müssen wir nur ein einziges Mal, und zwar jetzt. Danach müssen wir nie wieder hier hin. Es sei denn, ich will meine Magier-Items. Dann komme ich nochmal zurück. Oh lol, das war gerade richtig riskant. Ich teste jetzt, ob man einfach nur laufen kann. Lol, Alter, ich bin so ein MLG-Pro. Ich bin so ein MLG-Pro. Aha, hier geht das schon mal nicht. Übrigens, ab hier, wo ich jetzt bin, spawnen einfach keine Gebäude mehr. Die spawnen nur in der Mitte der Welt. Just wanted to say. Hä, wie schnell? Die zerfallen einfach ständig einfach, diese Dinger. Welche Dinger? Die Viecher. Ach so. Viecher sagt mir schon tausendmal mehr als Dinge. Ja. Die Skelett-Dinger. Uns hat einen im Let's Play getötet. Mein Hase und ich. Yeah. Das sollte eigentlich ich sagen. Ich meine, ich habe hier, obwohl nein, ich habe eine Babyhornisse als Haustier. Oh lul. Lul. Alter, ich bin so ein MLG Pro. Ja, ich habe 4 Goldmünzen gedroppt, Fabian. Das ist nicht gut, glaube ich. Ich habe eine Platinmünze übrig, also so tragisch ist es jetzt nicht. Ich habe sogar noch 3 Goldmünzen im Inventar. Ja, lol, was läuft? Zack. Okay, yes. Fabian, ich guck mal, ob ich mir schon irgendwelche Waffen aus dem Zeug machen kann. Du hast einfach auch einen Höllenforsch nach oben gebracht. Jetzt haben wir hier 2. Ja. Das ist nice. Wir haben 66. Wir haben 81 von dem Zeug. Okay. Okay, Fabian, ich glaube, es reicht für einiges. Oh. Ich habe gar nichts realisiert, auf einmal war ich tot. Ich bin voll müde. Fabian, es ist in Ordnung. Ich habe dir was Neues gemacht. Fabian. Bitteschön. Danke. Benutze ihn drei. Lol. Meiner. Nee, benutze ihn dreimal.
Jetzt bist du allmächtig. Also jetzt kann ich aber nur eine Hornisse noch haben. Ja, ja, aber dafür sind die Dinger richtig stark. Alter, hast du schon mal deren Damage-Output gesehen? Ah ja, noch was. Schau mal, was ich mir gemacht habe. Was nicht ganz so toll ist. Cool, und du hast ein Pet, kann das sein? Ja, aber weißt du, Fabian, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt etwas tun, was ich schon seit Anfang des Let's Plays vorhatte. Folge mir, Fabian. Fabian, kommt. 26 Damage, okay. Fabian, ich habe jetzt alle 4 Schwerter für das ultimative Schwert. Ich habe The Fiery Greatsword, das größte und langsamste Schwert, das existiert. Muramasa, das größte und schnellste Schwert, das existiert. Blade of Brass, das giftigste Schwert, das existiert. Und Lightsbane, das langweiligste Schwert, das existiert. Und welches dieser 4 Schwerter findest du am coolsten? Das Grüne, weil es grün ist. Das Grüne. Ich finde das Muramasa am coolsten. Muramasa ist ein schönes Katana. Und warte, wieso greift dein Pet auch an? Mein Pet greift nicht an. Wie einfach hier blockiert wurden. Das habe ich gebaut, als ich auf die fliegende Insel wollte. Was? Wo gehen wir jetzt? Ich werde es dir schon früh genug sagen. Sagen wir so, ich werde meine 4 Waffen kombinieren. Ja, das ist mir klar. Was glaubst du, wohin wir gehen? Im Dungeon. Und was will ich im Dungeon dann machen? Wo kann man da was kombinieren? Alter, wir haben jetzt einfach 4 Imps. Guck mal, die schießen einfach mit Feuerstrahlen, die machen alles kaputt. Nein, Fabian, falsch. Wir gehen hier runter. Fabian? Ja. Pass auf. Ich vereine jetzt meine 4 Schwerter an dem Dämonenaltar. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, Fabian, sieh es dir an. Die Klinge der Nacht. Wie viel Schaden machen die? Genieße die Klinge der Nacht für einen Moment. Du hast mir deinen Magma Stone gegeben, du Trottel. Ja, die macht viel Schaden. Warum gibst du mir deinen Magma Stone? Damit die Klinge der Nacht in den Inventar passt. Gib mir die Klinge der Nacht zurück. Also, du gibst mir jetzt mein Schwert zurück. Danke. Und hier, nimm dein Item, das macht Feuerschaden. So, weißt du, die Klinge der Nacht, die macht einfach 42 Schaden und ist ziemlich schnell. Dieses Schwert werde ich bis in Hard Mode behalten. Die Wall of Flash droppt schon ein starkes Schwert, aber es ist nicht so stark wie die Klinge der Nacht. Wir brauchen eine neue Möbelkiste. Ja. Übrigens, die Klinge der Nacht ist sozusagen, hier. Das Beanies Bogen der Nahkämpferklasse. Fabian, ich glaube, ich kann mir noch mehr Zeug aus Höllenwaren machen. Warte, kommst du nicht her? Ich habe noch was für dich. Ich kann dir Molten Fury machen. Willst du das? Was ist das? Ich denke schon, dass ich dir das machen sollte. Was ist denn das? Ach, komm her. Oh, es liegt ganz zufällig einfach auf dem Boden rum. Okay. Genieße die Kraft der Molten Fury. Nein. Nein. Warum nicht? Weil die weniger Schaden macht als mein Bienenbogen. Mein Bienenbogen hat außerdem ernsthaft, das macht weniger Schaden als dein Bienenbogen? Ja, mein Bienenbogen hat plus 12% Damage. Aber das gilt doch dann nur, wenn du das Item benutzt. An dem Bogen an sich. Ja, 2 weniger. Wow. Ich habe dafür jetzt 20 Barren verschwendet. Und der Bienenbogen schießt gerade. Okay. Ich kann mir jetzt nur noch. Aber ich kann jetzt noch deine Pistole upgraden. Gibst du mir die schnell? Okay. Ich könnte. Eine Molten Pickaxe will ich mir nicht machen. Dafür bin ich zu faul, weil die ist richtig langsam. Jetzt kann ich mir nur noch wirklich das Molten Set machen und deine Pistole upgraden. Gib mir mal kurz deine Pistole. Du weißt schon, deine Handgun. Mhm. Ja. Da ist sie. Lul.
Möbel. Du hast Möbel einfach. Okay. Danke für die Forceful Handgun. Die werde ich jetzt upgraden zu einer der coolsten Items, die ich jemals besitzt habe. Schau es dir an. Der Phoenix Blaster. Das ist die Waffe, die ich gegen die Wall of Flesh verwendet habe. Benutze sie mal. Bewertung. Cool. Nein, diese Waffe wirklich, die ist richtig stark. Die möchte ich auch, dass du die mindestens bis in Hard Mode behältst. Und wir brauchen eine neue Bannerkiste. Okay, jetzt muss ich gucken, was von meinen Waffen am meisten Schaden macht. Und ich muss gucken, wohin ich das ganze Zeug verlagere. Alter. Muss jetzt kommen. Komm. Rüber zum Dummy. Ich brauche dich für, Warte mal kurz. Mein Damage per Second. Ja, warte doch einmal kurz. Ich muss hier nur eben schnell was reintun und so. Außerdem muss ich gerade mal hier in dem Holzhaus von meinen Nachbarn einfach mal ein Höllenbücherregal aufstellen. Und hier muss ich eine Uhr hinstellen. Das ist ganz wichtig. Eine Uhr mit zwei Hörnern. Okay, Fabian, ich komme. Wir müssen mehr Häuser bauen. Was? Wir müssen mehr Häuser bauen. Im Hardmob müssen wir erst wieder Häuser bauen. Alter, wir haben fast Normal Mode durch, Fabian. Wenn ich mir die Rüstung gemacht habe, können wir eigentlich gleich mit der Wall of Flesh anfangen. Okay, gut, warte. Ich mache einfach ich mache einfach hier easy 80 Schaden per Second. Ja, geht. Kannst du aufhören eben? Dann kann ich auch gucken. What the fuck? Hä? Ach, okay. Die Waffe sieht richtig gut aus. Das macht viel mehr Schaden als der Mini-Shark. Und? Vor allem, du hast einfach... Ja, es macht... Warte. Warte, benutz jetzt auch mal deinen Molten Fury. Please. Okay. Warte. Du hast ihn da unten reingetan. Ja. In die Kiste der vergessenen Dinge. Komm. Guck mal, Alter, wir haben jetzt schon beide ein richtig großes Arsenal an Waffen. Der Mini-Shark ist irgendwie ziemlich scheiße. Kann das sein? Warte, bis wir Maxi-Shark haben. Der wird unsere Rettung sein. Danke für die ganzen guten Arrows. Die werde ich nie brauchen. Okay, nee, der Bean ist... Aber was hast du hier alles drin? Warum hast du hier einen Emerald, Steph? Keine Ahnung. Den hast du mir mal gegeben. Ach so? Du hast Anklet of the Wind und hast mir davon nichts erzählt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Lass mich mal eben dran. Weißt du, wie lange ich nach dem Anklet of the Wind geangelt habe? Nein. Na, ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Sorry. Du weißt schon, dass ich damit meine Stiefel upgraden kann. Jetzt schon. Gib mir mal dein... Hast du noch deine Schnürsenkelklappe? Warte, ich habe ein neues Jojo bekommen, das macht 27 Schaden. Wie heißt es? Kaskade. Gib mir mal. Ich will nur mal kurz sehen. Kannst du auch behalten. Lol. Kannst du auch behalten, wenn du möchtest. Alter, das sieht richtig gut aus. Das behalte ich auf jeden Fall. Das war ich auf jeden Fall. Mir egal, ob es sonst ist. Warte mal. Hast du deine Schnürsenkelklappe noch? Schnürsenkelklappe. Du weißt schon, da dieses gelbe Ding, das aussieht wie eine Flöte. Nein. In deinem Inventar vielleicht unter Ausrüstungen? Wie sieht das aus? Wie so ein es ist gelb. Es ist so ein gelbes kleines Ding. Nö. Lass mich mal aber checke. Warte mal kurz. Nee, deine Kiste ist es nicht. Warte mal. Guck mal in deinem Inventar. Das hast du sicher irgendwo ausgerüstet. Warte, wie heißt es auf Englisch? Keine Ahnung. Shackle? Nee, ich glaube Shackle. Oder zeig mal. Wirf's einfach mal auf den Boden. Nee, das nicht. Das ist doch nicht gelb. So gelb-bräunlich. Lucky Rocket Boots. Nein. Sonst habe ich nichts. Ich habe noch Tiger Climbing Gear. Nein. Entropy Cloud in a Bottle und Cobalt Shield. Was war das vor Wind in the Bottle? Was hast denn du in der zweiten Reihe ausgerüstet? Gar nichts. Und was hast du im Inventar alles?
Zum Ausrüsten habe ich Interpret Magma Stone. Meinst du das? Nein, das habe ich selber. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es macht irgendwie plus 0,5 Movement Speed oder so. Ach, das. Das hast du verkauft, oder? Ja. Ich hasse dich, Fumian. Vor allem, ich mache die so 20 Höllenwachen. Ich habe da richtig lange einfach mit meiner Spitzhacke rumgeschwungen. Und du sagst dann, ne, nicht so gut. Wenigstens habe ich meine Klinge der Nacht. Auch wenn die nicht so stark aussieht, die ist richtig stark. Ist ja auch voll stark. Warte mal kurz. Ist der Typ eingezogen, der... Egal. Wollen wir mal kurz einen Skeletron-Boss machen? Skeletron für zwischendurch, noch zum Ende der Folge, easy. Was? Ja komm, lass noch schnell Skeletron machen, um unsere neuen Waffen einzuweihen. Okay. Beziehungsweise deine neuen Waffen. Ich muss dafür nur das Ding ausrüsten. Zack. Und muss diesen alten Mann töten, so leid es mir auch tut. Alter, mit meinem Schwert kann ich ihn richtig schnell zerbersten. Easy. Was bringt es eigentlich, die Hände zu töten? Dass die Hände nicht angreifen können? Alter, schau mal, wie schnell ich die Hände wegficken kann mit meinem Schwert. Und wenn er keine Hände mehr hat, ist das gut für uns oder schlecht? Gut, wieso? Ich meine, da kann er jetzt nicht mehr so gut angreifen. Kann er überhaupt noch angreifen? Mit seinem Kopf kann er uns dann versuchen zu rammen, das wird ihm nicht gelingen. Also ich sollte wirklich mit Magierwaffen angreifen. Ich bin einfach Magier. Ich habe sogar die Magierrüstung an. Okay. Hat ihr zufällig Book of Skulls gedroppt? Nein. 9 Lesser Healing Potions. Wirklich? Wirklich. Ja, es hat eh eine geringe Drop-Chance, also kann ich mir das schon gut vorstellen. Die Voodoo-Puppe die Voodoo-Doll müssen wir irgendwo aufheben, weil die brauchen wir später. Ich glaube, die tue ich auch hier ganz vorne in Waffen und Rüstung, obwohl es keine Waffen und Rüstung ist. Dann tue ich es mit in die Ruben. Soll ich mir illegal Gunparts kaufen? Ey, das kannst du wirklich machen. Das brauchen wir später für den Maxi-Hai. Okay, warte. Hast du genug Geld dafür überhaupt? Ja. Jetzt habe ich aber kein Geld mehr. Gib mal kurz das Ding her. Ich kann dir noch sagen, was man machen kann. Ich glaube, man kann da irgendwie 3 Waffen oder so draus bauen. Ja, 3 Waffen. Du kannst dir die Sandkanone machen. Lol, dafür brauchen wir nur 10 Entleien. Okay, es macht 30 Schaden. Nee, ich denke nicht. Das tut überall Sandblöcke hin spammen. Dann kannst du dir einen Flammenwerfer machen. Für den müssen wir einfach einen Hard-Mode-Boss besiegen. Und da kannst du den Mini-Hai machen. Also denke ich. Den Maxi-Hai meinst du? Ja, genau, Maxi-Hai. Maxi-Hai macht ja Maxi-Hai. Ja, machen wir Maxi-Hai. So. Okay. Was brauchen wir noch für den Maxi-Hai? Nichts weiter. Und Seelen des Dingses, halt, des Zerstörers. Ach so. Das heißt, wir können ihn noch nicht machen. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Terraria gespielt. Ich weiß, ich liebe dieses Spiel. Ich auch. Alter, ich bin so wach, wir können gerne noch eine Folge aufnehmen. Ich bin voll müde. Ich eigentlich auch, aber ich bin wegen dem Spiel übelste wach. Wie viel Zeug du in deinen Kisten hast. Die ist jetzt auch voll, wir haben zu wenig Kisten. Okay, im nächsten Part machen wir uns dann die volle Molten-Rüstung, meine Nahkampfrüstung. Weißt du was? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach noch, weil wir so eine Spielsucht haben, mit den Schattenschlüsseln, mit den beiden Schattenschlüsseln, nochmal in die Unterwelt und suchen nach Kisten. Das möchte ich wirklich nicht in der Folge haben, dass wir die ganze Zeit Erz abbauen und so. Das machen wir dann offline, in der nächsten Folge craften wir uns dann das ganze Zeug und so. Wir sehen uns dann in Folge 19 bis 20 oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist und so. Ciao!